Konrad Antony von der SPÖ, der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, ist am Wort. Die Zukunft heißt digitaler Alltag und dieser Trend schlägt sich auch im aktuellen Budget nieder. Geschätzte Damen und Herren, der eine oder andere wird sich möglicherweise noch an die Wählscheibentelefonie in den 90er Jahren erinnern, gefolgt von der Mobiltelefonie und dem Internet. Zu dieser Zeit eine Flatrate im privaten Bereich, eigentlich eine nicht sehr einfach zu finanzierende Variante. Heute ist das anders geworden. Die neuen Technologien sind leistbar geworden und die Gesellschaft ist auf dem Weg in die digitale Welt, und zwar die gesamte Gesellschaft. Ich sage auf dem Weg, weil es noch immer Menschen gibt, die von diesen modernen Errungenschaften teilweise ausgeschlossen sind. Und unser aller Ziel muss es sein, dass sowohl Ältere als auch Jüngere, sowohl finanziell Bessergestellte als auch finanziell nicht so gut gestellte, vor allem aber sowohl in dem städtischen Bereich als auch in dem ländlichen Bereich, also dass alle Teil des Ganzen sein können und von dieser Technologie profitieren. Dafür braucht es Geld und Ziele wie im Budget abgebildet. Wenn wir heute auf unser Handy sehen und wir lesen LTE, dann wissen wir, dass wir in der Datenübertragung jetzt momentan sehr flott unterwegs sind. Die neue Technologie steht aber vor der Tür. 5G möchte ich damit ansprechen. Kommt mit rasanter Geschwindigkeit auf uns zu und daher müssen wir gerüstet sein. Gerüstet insofern, dass wir jetzt einen flächendeckenden Breitbandausbau in der Republik ermöglichen. Schon jetzt möchte ich es auch erwähnen, dort sind die ersten Erfolge sichtbar. Auch ich komme aus einer ländlichen Region im Waldviertel. Auch meine Region ist Pilotprojekt in Niederösterreich und wir können wirklich mit Stolz sagen, der Breitbandausbau geht in unserer Region zügig voran und wir können die ersten Erfolge bereits einfahren, dass Firmenabwanderung in der Zwischenzeit verhindert werden konnte. Geschätzter Herr Minister, wir sind auf dem richtigen Weg, bleiben wir dran. Ein abschließendes Wort noch zum Bereich der Verkehrsinfrastruktur im Bereich der Schiene. Herr Minister, ich unterstütze wirklich mit vollem Engagement Ihre Initiativen zum Ausbau der Verkehrsschieneninfrastruktur. Und heute ist mehrfach der Begriff der Lebensader in den Regionen erwähnt worden. Ich möchte abschließend diesen Begriff auch noch einmal strapazieren. Die Lebensader, sehr geschätzter Herr Minister, im nördlichen Niederösterreich, in meiner Heimatregion, dem Waldviertel, ist die Franz-Josefs-Bahn. Es liegt ein fertiges Projekt am Tisch zur Verhandlung. Sehr geschätzter Herr Minister, die Digitalisierung in der ländlichen Region des Waldviertels ist angekommen. Ich hoffe, das Projekt Ausbau der Franz-Josefs-Bahn ist das nächste größte Errungenschaft. Danke für Ihre Unterstützung. Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Die Beratungen zu diesen Themenbereichen sind somit erledigt.